Hallo Freunde, heute sind wir wieder unterwegs in einer ganz anderen Location. Tja, wahrscheinlich wird heute ohne Intro, macht nichts. Warum es so komisch ist, ganz einfach, ich habe meine Kamera vergessen, deswegen muss ich über Handy. Apple, Profi. Yep. Apple Qualität. Yep. Wir sehen uns. Per Zensur. Ups. Abwasser oder wie? Nee, dann wird's stinken. Denkst du, ein Köpfer reicht da runter? Ja, klar. Ja. So, da haben wir das Schloss. Vom Bagdad Zabern. Ich zeige euch noch mal ein bisschen. Da ist das Schloss von Bagdad Zabern. Wir sind in Bagdad Zabern unterwegs und da haben wir auch noch so ein Historikgebäude. Müssen wir ein bisschen nah zoomen. Und da. So, wir gehen gleich weiter. Und da ist die Schlosshalle. Warte. Wir laufen gerade kurz zurück. Ich glaube, ich will auch ein iPhone. Ja, dann können wir ja noch hier laufen, wenn wir dich abgesetzt haben. Oder ich laufe. Oder ausgesetzt. Oder ausgesetzt. Man war ja ausgesetzt. Das ist aber, was du mit mir, ich will aber aussetzen. Das hörst du wieder, war ja aus. Genau. So, da habt ihr die Geschichte von Bagdad Zabern. Ja. Kein Bock vorzulesen, ihr könnt selber. Ja, das kann man gut. So, hier haben wir was ganz Interessantes. Hier wurde im 17. Jahrhundert, oder wann wurde es erbaut? Warte, wir gehen nochmal gucken. Da, wo steht das? Da das war an dem anderen. 1608 oder 1525, ja, sucht euch das aus. Wurde aus diesen kleinen Dingern geschossen. Ja, mit Kanonen, mit Pistolen, mit was weiß ich, wurde hier geschossen. Sieht nice aus. Wenn er überhaupt noch existiert, der Rauchabzug. So, dann lass uns mal weiter ein paar. Hier sieht auch so, hier wurde auch geschossen. Da haben wir so ein größeres. Hier ist noch ein. Und dann gehen wir mal hier rum. Oh, nice. Und da haben wir noch. Da oben steht das Datum. Warte, ich zoome mal ran. Nice. So, da haben wir noch einen. Zoomen wir schön ran.
So. Mittelalterliche Satellitenschüssel. Die haben schon damals bestimmt im Fernsehen geguckt. So. Was? Ja. 4K. Oh. Ja, 4K. Oh, haben die geguckt. Oh. Oh. Das waren alles Blumen. Da sind die schönen Blumen. Ja, sind schöne Blumen, die machen auch. Oh. Heute Abend. Gruppen. Oh. So. So, müssen weiter. So, Leute, ich übernehme kurz das Film. Und da guckt mal Samuele mit seiner Freundin. Ah, Liebe. Schweinchen. Und da guck mal Samuele mit seiner Rose. Und seine Freundin mit der Rose. Ah, Liebe. Finde wieder zurück, brauchst du Angst haben. Ja, so Fische. Das hätte ich nicht alles, wenn ich es hatte. Seht ihr sich das? Guck mal da. Da oben. Oh, Alter, sieht das so geil aus, das Gebäude. Gulli, Windgulli. Und was denkt ihr eigentlich? Reichen die für Fischstäbchen oder sind das zu wenig? So, da kühlt er sich gerade ab. Und diesen niceen Brunnen. Ja, der ist nice. Das ist kalt. Da raucht einer eine Pfeife. Oder? Ist echt detailreich, gefällt mir. Das sieht man nicht auch überall. Und sie haben einen schönen Wappen. Das Wappen von Arniax. Vom König Arniax. Kennt ihr den? Ich schub mir sofort weg. Alles gut. Wir wandern jetzt zur Weinstraße. Weinstraße entlang. Weinstraße. Ich zeige euch mal ganz kurz. So. Da ist ein Turm. So. Ups, Entschuldigung. Hey. Ja. Guck mal. Haben wir was Interessantes. Ein Stück Mauer. Jetzt dann, jetzt mal erstmal runter. Schaut euch diese schöne, schöne Landschaft an. Jetzt geht's bergab. Guck mal, da ist Lumbehafen.
Lumbarhafe. Ach, diese verfischissenen Autos, ey. Schassautos. Denken Sie wären's. Entschuldigung. So. Guck mal. Dörnbach. Und hier. Nee, ich will nicht vergrößern. Und hier, guckt euch mal, wie schön das aussieht. Dörnbach. Kann sich bei Dürkheim eine Scheibe davon abschneiden. Oder andere Städte. Sieht nice aus. Sieht viel einladender aus als manch andere Sachen hier. Schämt euch. Oh, hier. Landschaft. Weinberge. Mm, schön Wein. Schöne Trauben. Njami njami machen. Njami njami. Schöne Landschaft. Wir sind gleich in Weißenburg. Haben unser Ziel gleich erreicht. So, Freunde, wir sind angekommen. So, ich zoome ein bisschen ran, zoome ein bisschen ran. Seht ihr dieses Gebäude da? Das da, das da hinten. Das mit den zwei Dingern da. Das ist das deutsche Rheintor. Wir sind, sage und schreibe, 10 Kilometer gewandert. 10 Kilometer bis zum deutschen Rheintor. Nice. Wir sehen uns dort. Endlich. Endlich wunderbar. Da seht ihr es besser. Und das ist das deutsche Weintor. Tor. Bisschen wackeli-wackeli. Da hinten ist das deutsche Weintor. Und ja, wir sind endlich angekommen. Endlich. Man sieht sich dort. Da könnt ihr den Ort sehen, wie der heißt. Wenn ihr was mieten wollt, 50 Meter hier an Deutsche Weintor, frei. So, guckt euch das mal an. Lauf mal ein bisschen. Ah, wenn ihr essen wollt, könnt ihr gerne essen hier. Da steht Polizei. Kontrolletti machen. Nee, das ist Bushaltestelle. Und ja, wir laufen hier ein bisschen rum. Wir sind angekommen. Wir sind, wie gesagt, 10 Kilometer gelaufen. Wir lieben Europa, steht da. Könnt ihr das lesen? Ja, ist ein bisschen anders da wie Dings, wie mit dem Handy, mit dem Dings. Und da ist das Weintor, seht ihr? Wenn man das passiert, dann kommt man nach Frankreich. Und hier, seht ihr? Bad Bergzabern. So. Zeig euch mal ein bisschen. Ah, ein bisschen zurück. So, Moment. So, da ist der deutsche Weintor. Wir sind bisher gelaufen 10 Kilometer. Das ist unglaublich. Fühlt sich richtig gut an. Gucken wir mal, was das
hier so gibt. Was denn? So. Wir sind gleich da. So. Jetzt gehen wir durch das Weintor. Und ab jetzt sind wir in Frankreich. Ist es kostenlos oder was da hoch? Ja. So, jetzt steigen wir mal hoch. Ich komme auch gleich. Ja. So. Schön Döner. Schöne. Lufka, Kusatza gemacht, schon schön gegessen. Und mit diesen Abschlussworten verabschieden wir uns vom Bagdad Zabern. Guck. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.